Pitch Frog. So, in diesem Video geht es jetzt um den Teil B, Einführung ins Modeling für Blender 2.8. Und wir gehen wieder von unseren Würfel aus und ich gehe mal mit der Tabulator-Taste in den Edit-Modus rein. Und wir hatten ja schon hier, das ist das Tool zum Auswählen. Das ist das Tool, um den 3D-Cursor zu bewegen. Hier kann ich das Objekt bewegen oder auch einzelne Punkte. Hier kann ich rotieren und hier skalieren und hier alles gleichzeitig. Dann haben wir hier dieses Annotation Tool. Kann ich mir, wenn ich so will, Notizen machen oder irgendwas hier hinmalen. Habe ich dann hier bei View, kurz auf View gehen, habe ich hier wieder meine Annotations. Bin ich auch schon mal ein Video drauf eingegangen, kann die hier wieder löschen. Dann haben wir hier ein Tool zum Messen, wie viele Meter das sind. Eine Blendereinheit, also so ein Viereck hier, so ein Karo ist ein Meter. Von hier bis hier ein Meter. Dann haben wir dieses Tool. Und ich gehe mal mit der 3 in den Flächenauswahlmodus. Und mit diesem Tool, wenn man hier länger drauf bleibt, Extrude Region. Hier kann ich jetzt das Ganze extrudieren. Oder auch hier kann jetzt hier das so rausziehen, eine neue Geometrie erzeugen. Ich kann allerdings, wenn ich zum Beispiel auf diesem Symbol bin, auch hier drücken und dann E drücken auf der Tastatur, E wie Emil, und kann das auch hier raus extrudieren. Man kann das dann danach wieder skalieren, rotieren und so weiter. So, das haben wir. Dann haben wir hier das Insert Faces. Damit kann ich so diese, indem ich mit der Maustaste links klick und das so bewege, kann ich hier so diese Fläche so hier reinfahren und eine neue Fläche erzeugen. Gehe ich mal hier so rein, ich wähle eine Fläche aus, drücke die linke Maustaste und erzeuge eine neue Fläche. Die kann ich wieder mit E extrudieren oder mit diesem Extrusionstool. Dann haben wir hier Bevel. Wir haben jetzt hier diese Fläche ausgewählt und vor allen Dingen diese vier Kanten. Wenn ich jetzt reinklicke mit der linken Maustaste, kann ich das hier ziehen und dieses Bevel-Tool, dann werden die Kanten so abgeschrägt. Und wenn ich jetzt noch dazu das Mausrad drehe, dann werden die Schritte erhöht. Dann kann ich hier solche runden Dächer modellieren. Das ist der Loop Cut. Hier kann ich so Schnitte reinsetzen. Immer so, wenn ich so über so eine Kante fahre. Loop Cut kann ich auch mit, und da gehe ich wieder mal auf dieses Tool, mit Steuerung R einfügen. Kann jetzt das Mausrad drehen, hier die Cuts erhöhen. Oder ich füge hier einen ein und kann den dann, nachdem ich links geklickt habe, bewegen. Wieder ein Loop Cut, Mausrad drehen und so weiter. Wieder bestätigen mit der linken Maustaste. Man kann jetzt hier noch einen Loop Cut reinführen. Und kann jetzt wieder eine Fläche auswählen. 3 drücken, Fläche auswählen, E drücken, raus extrudieren, skalieren, extrudieren, skalieren und so weiter. Loop Cut hatten wir. Das Messertool, Knife Tool, kann ich hier Schnitte machen. Kann ich hier durchschneiden und dann mit der Enter-Taste das bestätigen. Und da haben wir jetzt hier so einen Schnitt. Dieses Tool lasse ich mal weg und gehe mal zum nächsten, zum Spin-Tool. Und dafür gehe ich mal hier raus aus dem Objekt, lösche das Objekt mit X, drücke Shift und S, Cursor to World Origin, Shift A, Cube, wähle dieses Symbol und schiebe dann mal hier zur Seite. Mit der 1 gucke ich jetzt an der Ansicht von vorn. Ich habe die falsche Seite noch geschoben und gehe mal an diese Seite. Und gehe jetzt mit Tab in den Edit-Modus. Gehe mit 3 in den Flächenauswahlmodus, wähle diese Fläche aus. Mit der 1 gehe ich wieder in die Ansicht von vorn. Und kann jetzt hier in diesem Bereich, wo ich ja gesagt habe in einem Video, dass hier allgemeine Einstellungen zu diesen Tools gemacht werden,
kann ich jetzt hier drauf drücken und kann mir jetzt mit der Shift-Taste, hier ist die Z-Achse aktiviert, kann jetzt noch Y und Z aktivieren, kann die Zahl erhöhen von 9 auf, sagen wir mal, 16 und habe jetzt hier oben diese Fläche markiert, drücke wieder auf die 1 und greife jetzt hier mit der linken Maustaste auf diesen grünen Bereich und kann das hier umziehen und solche Rundung erzielen. Will ich die Rundung im Nachhinein noch erhöhen, diese Teilschritte, kann ich hier auf dieses Last Operator Menü gehen. Hier steht Spin, gehe ich jetzt hier auf diesen kleinen Pfeil und hier steht unser 16, genau wie hier, und die kann ich jetzt erhöhen, kann hier den Winkel verändern und kann das noch genauer anpassen. So haben wir hier solche Rundungen. Gehe ich mal aus dem Edit-Modus wieder raus. X löschen. Shift A. Cube. Und hier haben wir jetzt auch unser Last Operator-Menü gerade geöffnet. Auf das gehe ich mal kurz ein. 2 Meter ist der Cube groß. Kann den jetzt hier auch verändern. Kann die Location verändern und so weiter. Das mache ich aber mal rückgängig. So, jetzt füge ich mal mit Shift A einen neuen Würfel ein. Und da haben wir hier noch unser Last Operator Menü. Hier ist standardmäßig 2 Meter eingestellt. Man kann hier auch diese ganze Größe verändern. Ich stelle es mal wieder auf 2 Meter, mache das Last Operator zu. Also hier kann ich diese Option, die ich zuletzt ausgeführt habe, noch modifizieren. Ich könnte die Location und die Rotation einstellen. Ich mache das aber mal zu. Gehe mit der Tabulator-Taste wieder in den Edit-Modus. Dann schauen wir uns mal das nächste Tool an. Das Smooth Tool, und dazu drücke ich mal die rechte Maustaste, das ist auch neu. Normalerweise hatten wir da immer W, die Specials-Taste in den früheren Programmen. Jetzt haben wir die rechte Maustaste, können jetzt hier Subdivide einstellen und erhöhen mal die Cuts. Und jetzt wähle ich mit A alles aus und gehe hier auf dieses Smooth Tool und kann jetzt dieses hier abrunden. Dieses Tool Edge Slide, damit kann ich beispielsweise, wenn ich die 2 drücke und hier diesen Edge auswähle, gehe ich auf Edge Slide und kann jetzt dieses hier lang gleiten lassen an dieser und an dieser Fläche. Dann haben wir Schrinken, Flattern, da drücke ich wieder mal A und da können wir jetzt hier dieses Objekt so verändern. Mit diesem Tool hier kann ich jetzt das so verziehen, diese Kanten. Und als zu guter Letzt haben wir noch dieses Tool. Dazu muss ich wieder mit der 2 eine Kante auswählen, 2 drücken und dann mit der linken Maustaste auf eine Kante. Gehen wir auf dieses Tool und können jetzt diese Kante hier öffnen. Und können jetzt weiter modellieren, indem wir wieder auf Kantenauswahl gehen, die Kante auswählen, F drücken, die und die, F, die und die, F, und da haben wir das Mesh wieder geschlossen. Das sind die allerwichtigsten Modeling-Tools, mit denen man schon sehr viel machen kann. Ich empfehle damit sehr viel auszuprobieren und das wirklich alles auswendig zu können und sehr viel damit zu probieren mit den Shortcuts. Und wie ich schon im vorhergehenden Video erwähnt habe, wird es nach dieser Einführungsreihe ein Video gehen, wo wir dann mal ein paar konkrete Modelle für eine Szene modellieren und dadurch diese Funktion anwenden können, vielleicht noch unser Wissen erweitern und das Ganze dann auch texturieren, beleuchten und rendern. So, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Im nächsten Video, im Teil 10, gehe ich dann auf die Materialien ein, auf die Shader, auf Texturen, Farben, Glanzpunkte oder Spiegelung. Und da soll es dann auch schon ein bisschen mehr um die Render Engines Cycles und Eevee gehen, wie wir das für die einzelnen Render Engine einstellen. So, das soll es also gewesen sein. Also dann, bis zum nächsten Mal.
pitch, Frog.